Spielplatz Lugwies Zwittnau. Dort trifft man sich Zwittnau, um sich das neue Jahr anzuwünschen. Einladen tun die politische Schule und die Ortsgemeinde. Hausherr ist die Ortsgemeinde, der Karl Köppel, Ortsgemeindepräsident. Karl Köppel, Wittnau, ja, ganz im Köppeler Hand, gell, natürlich, eindeutig. Das ist so. Chef der Ortsgemeinde. Du, was wünschst du jetzt den Leuten, die dazu schauen, für das nächste Jahr? Also, wir wünschen allen von Herzen ein gesundes, glückliches neues Jahr, ein gesundes 2019. Und wollen alle hier recht herzlich begrüßen am ersten Tag des Jahres 2019. Und mit dem Zeichen, das wir jetzt bisher schon machen, seit dem 1993, das neue Jahr holen, viel Glück wünschen und mit auf den Jahresweg gehen, dass allen gut geht. Und wir treffen hier heute viele Einwohner von Wittnau, wo man den Wunsch überbringen kann. Das ist das Schöne an diesem Anlass heute. Es ist wirklich auch ein super Ort, gell? 20 Jahre Spielplatz Lugwies, natürlich auch von der Ortsgemeinde natürlich damals gebaut und gemacht und gesponsert und erhalten. Also die Ortsgemeinde macht generell auch viel für die Jugend natürlich, gell? Das ist so, das haben wir uns auch im Leitbild festgeschrieben. Wir haben hier mit dem Spielplatz Lugwies sehr guten Erfolg, haben hier eine sehr gute Betreuung mit unserem Platzwart Kurt Lüchinger, der uns seit ebenfalls 20 Jahren schon, oder 21 Jahren muss ich sagen, mit seiner treuen Mitarbeit hier die Stange hebt und dazu besorgt ist, dass der Platz immer tadellos im Zustand ist und für unsere jüngsten Mitbewohner einladend wirken kann. Wir schauen jetzt so Richtung Österreich. Dort haben wir noch so 100, fast 140 Hektare, gell, im Schweizeriet. Und das nächste ist auch etwas Spezielles. Also da gibt es ja ein gemeinsames Jugendzentrum eben auf dem Schweizeriet zusammen mit Österreich. Gell? Also es ist so, wir sind bereits seit dem 1593 im Eigentum von Grund in unserem Wittnauer Schweizeriet. Das ist richtig. Wir sind unterwegs zusammen mit der Marktgemeinde Luschnau zur Realisierung eines neuen Fußball-Nachwuchszentrums, wo wir jetzt in einer sogenannten Planungsphase sind mit ÜVP und Evaluation des genauen Standorts. Das ist richtig. Ja. Okay, das ist etwas Spezielles, oder? Zusammen mit den österreichischen Vorarlberger Nachbarn ein Jugendzentrum zu machen. Das ist etwas Spezielles. Also es ist nicht im eigentlichen Sinne ein Jugendzentrum, es ist ein Jugendsportzentrum. Genau, es sollte dem Jugendlichen eine Förderung des Fußball dienen, natürlich mit neuesten Anlagen, wo sich auch im Prinzip das Landschaftsbild einfügen sollte, dass ein nahtloser Übergang ist zu unseren draussen bestehenden Naturschutzflächen und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Du bist noch ein jünger, ich ein bisschen älter, aber eine wirkliche Grenze war das ja nie gewesen. Wir können uns noch erinnern, als wir zum Oski durchgegangen sind, ein Schnitzelbrot geholt, hin und her, etwa mal ohne Ausweis. Also, es ist halt schon ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist so. Wir pflegen regen Kontakt, wie gesagt, mit den Behörden von Luschnau, aber auch mit Einwohnern von Luschnau und aber auch rundum von unseren Nachbarn. Ich denke da an Schmetter und Tippelzau, wo wir doch immer viele Leute treffen bei uns am Rohr, Restaurant am Rohr, direkt am Alten Rhein, wo immer ein schöner Begegnungspunkt ist für interessante Gespräche dies und jenseits vom Rhein. Jetzt letzte Frage. 1. Januar 2019, hier auf dem Spielplatz Lugwies. Könnt zum Teil auch Lust daher oder sind alles Wittnauer? Ich denke, wir sind hier das meiste Wittnauer, die jetzt heute anwesend sind. Es hat auch schon Luschnauer da gehabt. Wir haben auf unserem Gebiet im Luschnauer Schweizeriet einen Naturschutzverein, also einen ornithologischen Verein, die Drossel, der beheimatet ist und dort sein Revier hat. Und von da hat es etwa einmal noch Mitglieder, die sich auch hier bei uns blicken lassen und die natürlich bei uns recht herzlich auch willkommen sind heute. Willkommenskultur zu Wittnau, nicht nur auf dem Spielplatz, aber eben am 1. Jänner genau da. Und seit 20 Jahren dabei der Kurt Lüchinger. Ja, seit der Spielplatz ist immer so ein Zeug kommt da. Und das ist ein schöner Brauch, gell? Sicher, ja. Also das ist vielleicht etwa das 10. Mal, wo wir es hier haben, oder noch mehr. Ich weiß es auch nicht. Aber wir haben schon viele Jahre jetzt hier. Meinst du, wir zwei kriegen noch Zöpfchen oder noch Kinder? Ja, die Chefin kommt da, sie gibt einen Schuh, sicher. Ah, meinst du? Ja, wohl. In der Tat, die Chefin ist gekommen mit Herz und Schwung. Christian Köppel hat Zöpfchen verteilt, das neue Jahr angewünscht, man hat die Freude und das Engagement gespürt. Keine lange Rede, Taten statt lange Worte.
den persönlichen Kontakt. Also, einfach alles Liebe. Ja, herzlich für Ihnen auch. In Corporate. Ja, ja. Ja. Grüß dich. Hallo. Der Rohr, was Neues? Enlightenment. Gesundheit vor allem. Ja, du Karl, alles andere machen wir irgendwie. Das wird ja, sicher. Gell, je sicher. Älter dass man wird, desto... Ringer geht. Gell? Gute und gute. Viel Gesundheit. Ja. Ja. Ja, Moment. Ihnen auch alles, alles Liebe und alles Gute und viel Gesundheit. Gell? Und dann euch zwei natürlich. Alles Gute. Danke. Dass du dich nicht musst ärgern. Ja. Nein, nein. Bin ich mir gewöhnt. Okay. Nein. Ja, ganz ein gutes neues Jahr. Neues. Alles Gute. Gute Zeit. Zusammen Arbeit. Ja, genau. Das andere kann man machen, aber Gesundheit kann man genug. Je älter das man wird, desto. Richtiger Wert. Hallo, wie geht's? Tipptopp. Lang nicht mehr gesehen. Aber umso herzlicher ein gutes neues Jahr. Gell? Danke, Ihnen alles Gute, gell? Ja, wie falls? Ja, die Äsche muss heben bis am Äschen Mittwoch, oder? Hoppla! Und das Getränk auch noch dazu, oder? Was sagst du, wie viele Leute hast du? 7.500 circa. Meinst du, nicht mehr? Nein, ja, ungefähr, ja, selten. Danke vielmals. Und ich sage diesmal drinnen mal, dass wir unsere Gesundheit haben. Ja. Wenn nichts zwickt, wenn nichts zwickt, kann es eben ist schon nicht schlecht. Genau. Ihnen auch alles Liebe. Sie haben schon eins. Nein. Dann wünsche ich Ihnen auch ebenso. Ja, Gesundheit, Schönheit, Geld und alles, was man sich wünscht. Gell? Danke vielmals. Hat sie gehört? Nein, ehrlich. Ja, also, eben. Kommt man jetzt ja. Ich komme nicht alles auf den Gleifalls. Dumm bleiben. Ich denke, Geld gibt es jetzt dort vorne. Haben wir ein bisschen umgestellt. Aber hinten hat es noch ein Tisch. Läuft das Geschäft? Ja, sehr gut. Was hast du da hinten? Äpfelputsch und Glühwein. Hoppla. Ja, und was macht er? Ich gebe Bier raus und ein Mineral. Heula. Weisswein. Weisswein? Ja. Ja, dann kannst du danken. Vielmal, Christa. Viel Gesundheit und Wohlstand. Ja, und auch ein Töpfchen. Gell? Vielen Dank. Alles gut. Ja, darf ich dir auch ein Töpfchen geben? Ja, gerne. Ja, danke vielmals. Wir bedienen euch auch. Nein. Danke vielmals. Und dann Ortsgemeinde Holz, vom Ortsgemeinde selber geschaffen. Aha. Das Holz. Du selber? Ja, von Ortsgemeinde, vom Mariendienen, von Lustnau durch. Aha. Ja. Apropos Holz, aus welchem Holz die Wittnauer geschlagen sind, das wird bei dieser Neujahrsbegrüßung offensichtlich. Da steckt viel Herz und Sinn für Gemeinschaft und Heimat dahinter. Wittnau ist so in den letzten Jahren extrem gewachsen, hat sich verändert, ist städtisch unterwegs. Umso wertvoller, dass so Traditionen geblieben sind.